Hi, ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Und damit herzlich willkommen zurück zu Formel 1. Heute geht es weiter in Spanien, allerdings ohne Training zuvor. Ja, das tut mir leid, da ist die Aufnahme leider futsch gegangen. OBS hat lediglich meinen Desktop gefilmt, während ich da meine Runden drehe und der Sound ist auch zu hören. Naja, whatever. Tut mir leid für all diejenigen, die die Trainingssessions sehen wollen. Nächstes Mal kommt sie wieder. Und jetzt nochmal ganz, ganz kurz, wo wir schon bei den Trainings sind, ehe wir loslegen, ganz, ganz kurz was Organisatorisches. Und zwar, ich schreibe ja immer in den Titel dazu, ob es das Training, das Qualifying oder das Rennen ist. In der ersten Saison werde ich die Trainings auf jeden Fall noch alle beibehalten. Denn, ich habe es schon mal gesagt, wenn ich die Trainingssessions auslassen würde, dann würde ich, weil ich eben mich auch auf die Sessions vorbereiten will, auf Qualifying und Rennen, würde ich nicht mehr Qualifying und Rennen bringen können. Das heißt, da wo das Training hochgeladen wird aktuell, das würde einfach nur frei bleiben, dieser Slot. Deswegen möchte ich da ganz kurz erläutern, es wird weiterhin das Training fürs Erste geben. Diejenigen, die es nicht interessiert, die können ja sehr, sehr gerne nur das Qualifying und das Rennen sehen, wenn sie da, also sie verpassen da nichts. So, das ist auch gar nicht irgendwie böswillig jetzt gesagt, sondern also mich interessiert zum Beispiel auch das erste Training nicht in der Formel 1 und ich suche mir auch keinen Stream raus, mit dem ich das schauen kann. Und ich bin d'accord damit, dass es das trotzdem gibt und auch die Möglichkeit gibt, das zu gucken. Hier sehen wir jetzt einiges, was im ersten Training ich zwar gemacht hatte und was passiert ist, was ich aber nicht aufnehmen konnte. Unter anderem sehen wir, dass Force India einen ziemlich starken Leistungsabfall hatte und McLaren Honda sehr, sehr stark nach vorne geprescht ist. Ebenso wie Williams und wie Toro Rosso, die beide an Red Bull vorbeigezogen sind. Allerdings muss ich sagen, dass tatsächlich irgendwie Red Bull gerade in Training Nummer 2 die absolute Bestzeit geholt hat. Deswegen, ich weiß nicht, wie aussagekräftig diese Balken sind. Klar, wir sind in Spanien. Da ist es auch teilweise, das ist einfach teilweise Red Bull-Land. Also gut abgesehen von Start-Ziel. Aber sogar die zweite DRS-Zone, da hat Red Bull halt einen super Kurvenausgang. Und was ich auch gerade sagen will, das fällt mir gerade selbst auf. Meine Stimme ist noch extrem hinüber. Das liegt am Formel-1-Wochenende in Spa. Unter anderem gab es da auch ein kurzes Festival, also nicht, was heißt kurzes Festival, da gab es ein Festival mit dem Tomorrowland-DJ, war mega geil und auch bei den Rennen gab es richtig viel zu schreien und so weiter und so fort. Ich werde hoffentlich in die Beschreibung verlinken unsere Perspektive vom Start. Ja, da habe ich nämlich Kimi natürlich entgegengejubelt und da hört man, dass meine Stimme da auch schon sehr, sehr gelitten hatte. Aber noch stärker gelitten hat im Rennen. Ihr wisst alle, was mit Kimi passiert ist im Laufe des Rennens. Das war unschön anzusehen, aber egal, auf das Rennen und auf das Spa-Wochenende, also auf das Rennen an sich, gehe ich mit dem Anton im nächsten Video zur Vorschau zu Monza ein. Und auf das Spa-Wochenende gehe ich nochmal genauer drauf ein, wenn ich dann ein entsprechendes Video dafür aufnehme und da noch ein bisschen was schön reinschneide, so Vlog-Style-mäßig. So, okay, jetzt kommen wir nochmal zurück zu Formel 1. Wir sehen hier, dass ich das zweite Upgrade mittlerweile in die Wege geleitet habe und das ist, ja, ziemlich cool, dass ich mir das Upgrade leisten konnte. Ich glaube, jetzt sieht man es auch nicht, aber ich habe auch tatsächlich alle Ziele perfekt erfüllt hier im Training und jetzt legen wir los mit dem Qualifying. Wir stehen hier am Circuit de Catalunya in Barcelona, wo das heutige Qualifying bald starten wird. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, bis wir zum Geschehen unten auf der Strecke schalten können. In den letzten Jahren gab es viel Gerede um den Reifenverschleiß. Einige meinten, dieser wäre hinderlich für die Rennen, für andere war es schon immer ein Teil des Sports. Werden wir Fahrer erleben, die hier ihre Reifen schonen oder werfen sie jegliche Vorsicht über Bord und machen sich erst Gedanken, wenn der Verschleiß tatsächlich zum Problem wird? Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist.
Okay, und da es hier im Qualifying regnet, ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht, kann ich nochmal auf das letzte Regen-Qualifying eingehen. Moment, hat Russland im Regen? Nee, hat nicht im Regen stattgefunden, das Quali. Nämlich in China. Da gab es jetzt beim Q3 ziemlich viel Wirbel, während ich in Spa war. So, da möchte ich aber auch mal erläutern. Leute, es ist ein Bug gewesen. Nichts anderes. Oder das Spiel ist einfach allgemein falsch programmiert. Wenn die Leute eine Minute vor Ablauf der Sessionzeit ihre Runde beginnen auf Supersoft und keiner verbessert sich, dann und nur ich verbessere mich um 15 Sekunden, dann ist es weder eine fahrerische Qualität von mir, noch ist es irgendetwas, was einem Wunder gleicht, sondern es bedeutet schlicht und ergreifend, dass die KI falsch programmiert ist, oder die Sessions eher gesagt falsch programmiert sind, sodass die letzte Zeit nicht zählt nach Ablauf der Zeit, obwohl es eigentlich so ist. Und deswegen habe ich da neu gestartet, solange bis alle die gleichen Reifen haben, weil mir kann keiner erklären, dass in der Realität ich dann halt die Pole Position hätte annehmen können oder sonst wie oder sonst was. Natürlich danach ist mir viel Schlechtes widerfahren in dem Spiel, unter anderem mit der Safety Car Phase in China oder mit dem Startcrash in Sochi. Aber trotzdem gehört es zu meiner Philosophie, dass ich solche Fehler, solche offensichtlichen Fehler des Spiels nicht ausnutzen will, einfach weil es lame ist. Es ist für mich lame. Und in Zukunft, gut, sowas wie bei dem Safety Car, das werde ich irgendwie kompensieren. Jetzt weiß ich, dass solche Fehler auch bestehen. Das heißt, das nächste Mal, wenn sowas passieren sollte, denke ich mir, okay, das Safety Car bringt dir einen Freifahrtsschein. Da hast du richtig stark drunter gelitten, bist außerhalb der Punkte gewesen, obwohl das ein richtig gutes Ergebnis hätte werden können. Wenn es nochmal so ein Qualifying gibt, werde ich wegen dieser Safety-Car-Phase mir dann entsprechend, das Qualifying komplett... Würde ich dir einen Satz Regenreifen empfehlen. Wenn es... es ist aber steht auf der Kippe zu Inter-Bedingungen. Sollte ich nochmal so ein Qualifying haben, werde ich es knallhart ausnutzen, denn in, wie gesagt, in China... Ja, okay, Parkvermehrreglement akzeptieren wir. So, und hier kommen wir gleich nochmal zu einem Punkt. Da ich viel durch die Safety-Car-Phase verloren habe und das dann eben kompensieren würde. Also einen Bug durch einen anderen Bug kompensieren. So, was jetzt wichtig ist. Parkvermehrregeln. Da wurde ich angesprochen, du hast die Sachen geändert, weil ich bin ja zweimal oder dreimal vom letzten Startplatz aus ins Rennen gegangen. Die Parkvermehrregeln beinhalten nicht Frontflügeländerungen, Differentialänderungen mit Gas und die Vorderkraftbremsverteilung. Das bedeutet, es ist egal, ob ich da was geändert habe oder nicht. An sich... Ja, ich fahre vorsichtig. An sich, die Parkvermehrregeln schließen das nicht mit ein. So. Und das auch nochmal dazu ganz kurz. Allgemein würde ich mir auch wünschen, erstmal herzlichen Dank auch mal an der Stelle, weil das sind schon viele Erläuterungen, aber ich möchte auch mal einen allgemeinen Dank aussprechen an all diejenigen, die dann irgendwie auch bei jedem Video einen super motivieren, egal in welcher Form, und dann sagen, ajo, passt schon alles, Dave, nächstes Rennen wird besser und so weiter und so fort. Das motiviert. Und gibt einem auch Kraft, dass man sich denkt, ja, nächstes Rennen wird besser. Was ich aber ein bisschen schade auch finde, es stört mich aber, also das Like-Dislike-Ratio von dem China-Qualifying, das war absolut horrend. Und ich fand es auch erschreckend, dass so viele Leute sich darüber echauffiert haben. Das fand ich extrem störend. Nicht ganz so störend, aber trotzdem ein bisschen Dorn im Auge ist es auch, sobald du ein etwas schlechteres Rennen hast, dass dann manche Leute sich auch denken, so, ja, hau ich mal auf den Dislike-Button. Klar, es ist eine gewisse Art von Feedback, aber wenn ich scheiße fahre, dann könnt ihr mir, oder wenn irgendwas scheiße läuft im Rennen, in den Situationen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich der Erste bin, den das stört. Und da braucht ihr nicht auch noch zusätzlich negative Stimmung in mir zu wecken, während ich ohnehin schon schwaches Rennen hatte. Ich bin ja Raikkonen-Fan und ich kenne das nur zu gut, wenn der eigene Fahrer ein bisschen auch mal versagt, ein, zwei Saisons über sogar.
ich bin dann immer jemand, der sehr kritisch an die Sache rangeht, aber der seinen Fahrer immer unterstützen würde. Wenn ich Raikkonen persönlich begegnen würde, würde ich ihm immer den Rücken stärken und sagen, Kimi, komm schon, die nächsten Rennen, das schaffst du. Und das würde ich mir auch einfach hier wünschen, denn YouTube ist ja auch etwas, was sehr stark verbinden soll. Was bei vielen auch der Fall ist, aber einige, da würde ich mir eben wünschen, dass diese Bindung dann auch stärker wird. Und jetzt fahre ich hier konzentriert mal eine Runde. Das ist die erste Fahrt bei Regen. Ja, und im Trockenen bin ich bedeutend schneller unterwegs. Da fehlen mir im ersten Sektor 1-2 Zehntel oder so. Im zweiten Sektor habe ich da eine absolute Bestzeit hingelegt. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ja, natürlich jetzt der Wahnsinn. So, was fahren wir insgesamt? 1:39,6 und damit sind wir auf P5 aktuell. Ich würde sagen, wir fahren direkt nochmal eine schnelle Runde. Eventuell sind die Reifen jetzt besser auf Temperatur. Für die erste Kurve bin ich ein bisschen konservativer auf der Bremse gewesen, aber dafür habe ich die Kurve besser bekommen. Ja, dieser lange Rechtsknick, der ist ohnehin nicht leicht zu nehmen, auch im Trockenen nicht. Und wenn du den dann die ersten paar Male im Regen fahren musst, das ist nicht cool. Ah. Ich nehme jetzt übrigens wieder mit Nvidia Shadowplay auf. Wenn es das eine oder andere mal ein bisschen asynchron sein sollte, bitte ich euch das zu entschuldigen. Ich werde aber mein Bestes geben, das in der Nachbearbeitung dann alles schön synchron zu schneiden. Also da muss ich halt mehrere Schnitte ansetzen. Manchmal gibt es ein, zwei Frames Versatz, aber größtenteils wird es halt synchron sein. Oh, die Haarnadel. Boah. Was habe ich denn hier für Zeit gut gemacht? Meine Güte. Okay, gut. Nochmal konzentriert fahren die Runde. Ah, damn it. Ja, dafür habe ich die Schikane vermasselt. Egal, ich kann noch eine schnelle Runde dranhängen. Geht ja so gut bei Regenreifen. Allgemein, was wollte ich gerade sagen? Ich werde mich gleich dran erinnern und dann werde ich es nochmal erläutern. Ach so, genau. Eine weitere Sache, die angesprochen wird immer wieder, sind Schnitte. Ich habe gesagt, dass ich ab September, also ab diesem Rennen jetzt, entsprechend die besten Szenen ans Ende nochmal packen werde. Wie genau, muss ich nochmal schauen, ob ich das irgendwie bei der Abfahrt mache oder wie auch immer. Ansonsten werde ich, was halt auch angesprochen wurde, nicht Videos so schneiden, dass irgendwie die besten Szenen des Rennens nur zu sehen sind. Und ich erläutere auch gleich warum. So, aber erstmal fahre ich die Runde hier zu Ende. Ja, okay, gut. Vermasselt. Dann fahren wir nochmal zurück an die Box. Die Position ist ja ohnehin keine schlechte. Eventuell können wir nochmal auf Inters raus, denn der Unterschied von 1,6 Sekunden, der ist, was die Wassermenge auf der Strecke betrifft, sehr schnell erreicht.
Ja, ich werde keine Videos so schneiden, dass ich sage... Okay, gut, 6 Sekunden sogar schneller. Ich werde keine Videos machen, wo ich jetzt sage, okay, ich fahre einfach wieder raus auf die Strecke. Bietet sich an, weil ich möchte jetzt auch mal 2-3 Sachen grundlegend zum Let's Play erläutern. Also da gab es jetzt, glaube ich, einfach in der Vergangenheit ein paar Missverständnisse. Das Ding ist, für mich ist ein Formel 1 Rennen oder Wochenende oder wie auch immer was Komplettes in sich Abgeschlossenes. Wenn du ein Rennen hast, dann will ich nicht irgendwie 5 Runden sehen und dann irgendwo in der Mitte nochmal einschalten und dann nochmal am Ende. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der sich irgendwie, egal wie langweilig oder interessant es gerade ist, komplett durcharbeitet durch das Rennen. Also es ist, ich finde, man soll ein Rennen schon in seiner Gänze genießen. Und wie ich auch kommentiere, das passt eben perfekt dazu, finde ich. Denn ich bin jemand, der seit mittlerweile 20 Jahren... liebes bisschen, das ist ja echt eine lange Zeit, seit gut 20 Jahren Formel 1 schaut. Gut, verstehen tue ich es erst seit vielleicht 15 Jahren oder so, und natürlich je älter du wirst, desto besser verstehst du es, aber ab da hast du dann ein paar Zusammenhänge auch verstanden und so weiter und so fort. Und dieses lange Wissen, was ich mir über all die Jahre angeeignet habe, wenn ich zum Beispiel davon rede, dass 2011 Hamilton und Vettel hier rundenlang hintereinander hergefahren sind, ebenso Maldonado und Alonso 2012 und sonst was. Wenn ich das alles erzähle, dann möchte ich nicht, dass das irgendwie zwischen den Schnitten irgendwie verloren geht oder dass ich halt davor einen Cut setze, danach oder einfach nur das Rennen fahren, nichts kommentiere währenddessen und dann im Nachhinein es kommentiere. Das würde total künstlich und aufgesetzt sein, wenn ich im Nachhinein dann sage, ja, also damit es halt auch zur Aufnahme passt, dass ich nur nachkommentieren würde. Es würde total gekünstelt wirken, wenn ich dann sagen würde, ja, und 2011 und 12 ist hier dieses und jenes passiert und bla. Da möchte ich auf jeden Fall schon, dass alles so komplett bleibt. Und ich glaube sogar, die langweiligen Szenen meiner Rennen, in Anführungszeichen jetzt, die kann ich perfekt damit überspielen, dass ich halt irgendwas Inhaltliches wiedergebe. Und dass ich da auch irgendwas zur Strategie sage, zu irgendwelchen Teilen oder sonst was, zu irgendwas oder zu irgendwelchen Fahrerduellen. Auf jeden Fall kann ich da, glaube ich, sehr viel die Let's Plays mit meinem Wissen bereichern, und ich möchte da auch keine Schnitte setzen, denn was halt auch immer so eine Sache ist, Verstappen war übrigens auf einer schnellen Runde, sehe ich gerade, der hat sich verbessert, was halt auch so eine Sache ist, wenn du überleg mal, wenn du ein Rennen fährst und du schneidest nur die besten Szenen rein, dann kannst du theoretisch, wenn du eine Stelle verkackst, rewinden, nochmal fahren, rewinden, nochmal fahren. So lange, bis du irgendwie im positiven Licht dastehst. Und ich finde, ich bin halt jemand, der auch sehr Kritik offen ist, wenn sie angemessen ist auf jeden Fall. Wenn jemand schreibt, du bist scheiße, dann denke ich mir auch so, ja, okay, gut. Da weiß ich, was damit anzufangen, aber wenn ich irgendwie auch schlecht fahre, dann weiß ich auch, mich selbst zu kritisieren, und ich finde, das gehört auch dazu, dass man Höhen und Tiefen hat, und ich möchte da nicht irgendwie gezwungen sein, irgendwie nur beste Szenen und sonst was hochzuladen. Wenn man ein Rennen schlecht läuft, dann versuche ich das halt inhaltlich irgendwie anders aufzuwerten. So, und jetzt gucken wir mal, was wir für eine Zeit fahren. 6 Zehntel hinter Hamilton, da seht ihr es. Bei Inters sind wir richtig gut dabei. Wow. Übrigens echt sorry für meine Stimme. Also ich bin auch absolut schockiert, was mit meiner Stimme los ist, und hätte nicht gedacht, dass sie von Freitagabend noch... Ich habe aktuell Dienstag. Was haben wir heute? Ja, Dienstag müssten wir haben. Nee, Moment. Wir haben schon Mittwoch. Also fast eine Woche ist meine Stimme schon fast gänzlich weg. Ja, ich werde mich auf jeden Fall da hinsetzen, warmen Tee und so trinken. Aber auf jeden Fall, ja, wisst ihr jetzt Bescheid. Okay, im Regen bin ich absolut konkurrenzfähig. Da bin ich vorne mit dabei. Ich glaube aber, es wird nicht bei Interwetter bleiben für Q2 und Q3. Aber ich hoffe es natürlich schon. So, fahren wir auch nochmal gleich an die Box. Teamkollege. Mehr Updates. Nein, danke. Unser Teamkollege.
Oh, also auch Grosjean ist hier im Regen durchaus gut unterwegs. Eieieiei. Oh, wir sind sogar knapp hinter Max Verstappen, hinter dem wir hergefahren sind. Also sieht schon ganz okay aus, was wir hier leisten. Und wir fahren ab an die Box. Denn ich glaube, die Strecke wird nicht so deutlich schneller. So viele Autos sind auch nicht auf der Strecke, also wir müssen uns keine Gedanken machen, da irgendwie groß zurückzufallen. So, und hier ist die 80er-Begrenzung. Dann weiß ich das fürs Wochenende noch, für das restliche Wochenende. Okay, jetzt fahren noch mal einige raus. Toro Rosso unmittelbar vor uns. Ach, und auch unser Teamkollege ist gerade in die Box gefahren. Was hat der denn da gemacht? Habt ihr gesehen, wie schnell der rübergerannt ist? Ja. Der hat kurz den Rewind benutzt. Einfach mal direkt ein paar Meter weg. Und ich überlege gerade, ob es wirklich reichen soll. Ja, komm, für Q3, also Q2 soll es mindestens reichen. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand von den Renaults, auch Force India ist aktuell sehr schwach im Spiel, oder von, ja, wie heißen die Teams da alle hinten? Sauber, Manner, ich habe es schon fast vergessen, ja, nee, Quatsch. So. Okay, auf geht's. Kurz mal in die Session-Info blicken. Wie viele Leute sind auf der Strecke? 13 Fahrzeuge. Boah, da sind einige auf Wets gefahren, einige noch gar keine Zeit. Sebastian Vettel ist erst auf seiner Outlap. Aber das könnte auch nicht reichen. Es könnte auch nicht reichen, dass Vettel hier... Doch, er ist im letzten Sektor, es könnte reichen. 20 Sekunden hat er noch Zeit. Eieiei, das wird echt eng. Kann es sein, dass Sebastian Vettel hier durch einen Ferrari-Fauxpas... Er fährt keine Runde mehr. Er wird keine Runde mehr fahren. Ja, und hier denke ich mir halt, okay, da machst du mal Gebrauch von. Und wir schauen, wo sind die Leute abgeblieben? Also Nico Rosberg, eieiei, da sind einige gar nicht mehr auf Inters gefahren. Und ich glaube, die Renaults, da sieht man mal, Kevin Magnussen, übrigens da ein Schreibfehler bei Formula One Team bei Renault, also bei P11 seht ihr es. Magnussen, Haryanto, die zeigen, wo man hätte landen können. Rausgeflogen sind allerdings Carlos Sainz, Sebastian Vettel, also Sainz übrigens mit einem sehr starken Toro Rosso eigentlich, Philipp Benaza, Jolyon Palmer, Pascal Wehrlein und Sergio Perez, der in Spa mit Nico Hülkenberg 22 Punkte für Force India geholt hat und damit sind die Leute von Force India vorbei an Williams. Freut mich für Force India auf jeden Fall und es fängt auf jeden Fall bei etwas feuchteren Bedingungen an. Die Frage ist, ob wir dann zu den... ob wir dann zu den Trockenreifen noch kommen. Da besteht noch ein Unterschied. Ja, schaut mal, wie die Strecke trocknet. Also, ich glaube, jetzt schon eine Runde zu fahren, könnte man sicherheitshalber. Aber ey, unabhängig davon, ob die KI heute eine Runde fährt oder nicht, ich werde auf jeden Fall meine Runde fahren. Als Rache... an zu wenig hinterem Abtrieb oder an einer zu steifen Hinterradaufhängung. Eine leichte Anpassung mit negativem Sturz oder Vorspur kann ebenfalls hilfreich sein. Ja, wir werden uns schon drum kümmern. Okay, die ersten Leute sind auf Inters eine Zeit gefahren. 7 Fahrzeuge, da fahren schon die ersten auf Soft. Romain Grosjean und Marcus Ericsson, und da sieht man direkt mal 12 Sekunden schneller. 1:23,4, das ist schon eine verdammt starke Zeit von Romain. Muss ich leider zugeben. So, und jetzt wird die Strecke nochmal einen Ticken schneller. Ja, wir warten natürlich so ein bisschen ab. Ich kann natürlich auch 2 Stints fahren. Wenn ich jetzt rausfahre, sagen wir 1,5 Minuten braucht man pro Runde. 3 Minuten, 4,5, bis ich wieder drin bin mit einer Inlap und einer Outlap. Und dann bräuchte ich nochmal 1,5 Minuten, um auf die Strecke... Ja, komm, ich fahre jetzt direkt mal auf eine Runde, sicherheitshalber schon mal auf Soft. Eine fliegende Runde, komm. Ich glaube, so verbuggt dürfte das Spiel jetzt auch nicht sein, dass ich jetzt irgendwie 5 Minuten Zeit verliere wegen einer Inlap. Let's go.
Noch sind auch gar nicht so viele Leute eine Zeit gefahren. Ja, ja, ich seh's. Vor allem das Auto hinter mir, ne? Okay, die Runde ist noch nicht so sauber. Boah, die ist definitiv nicht sauber. Okay, ich kann aber noch keine Runde dranhängen, glaube ich. Also, doch, ich kann schon eine dranhängen. Ui, das ist aber trotzdem noch eine... Okay. Ich könnte jetzt nicht nochmal in die Box fahren und eine neue Runde beginnen. Dafür reicht die Zeit nicht. Das heißt, ich muss vielleicht nochmal eine schnelle hier hinlegen. P6 klingt vielversprechend, aber ich glaube, die meisten fahren ihre Zeit auf Soft noch. Da ein bisschen übers Gras gefahren, hat mich sogar Zeit gekostet. Von 2/10 Delta zum nicht mal 1/10 Delta runter. Oh, 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 oh. Ja. Okay, gut, ich interpretiere die Track Limits hier in Q2 gerade sehr, sehr. Aber auch so war die letzte Runde echt gar nicht gut. Das sieht man zum Beispiel auch an der Schikane. Da bin ich jetzt 3/4 Zehntel in dem letzten Abschnitt schneller gefahren und das ohne abzukürzen. So, 2,1 Sekunden Rückstand, 1:24,4, immer noch keine so starke Zeit. Problem jetzt wird sein, dass ich mir die Reifen ziemlich kaputt fahre für den Rennstart, falls ich ins Q3 komme. Okay, die Zeit sieht gut aus. Und das ohne Cutten. Das sieht sehr schön aus. 1:23,3 und damit sind wir auf P7 und das ist eine super Zeit und ihr seht, Nico Rosberg ist auf Softs nicht schneller als wir. Also das war auf jeden Fall mal eine Zeit, die sich sehen lassen kann. Und jetzt fahren wir auf Mager hier nochmal zu Ende. Und falls nochmal jemand auf einer schnellen Runde ist, es dürfte eigentlich nur einer sein, der hinter uns gerade, lassen wir die Person auch vorbei.
Ansonsten fahre ich eben mega langsam gerade mal. Ja gut, Rio Haryanto. Oh, wir sind auf P8 wieder abgerutscht. Das wird jetzt spannend, das zu beobachten. Ansonsten, ich bin natürlich sehr, sehr besorgt um meine Reifen. bis 14% Abrieb, das ist ein bisschen besser als gedacht, aber es ist natürlich trotzdem recht viel. Egal, P8 ist auf jeden Fall mal eine Leistung. So, P9. Kommt jetzt Nico Rosberg nochmal vorbei? Das ist hier die Frage. Wir sind auf jeden Fall schneller als unser Teamkollege. Status Teamkollege. Bitte, der ist auf P5. Ach du liebe Güte, ey, das ist echt krass, was der hier für eine Zeit hinlegt. So, ich habe es geschafft, glaube ich, nur den rechten Hinterreifen seit dem zweiten Sektor zu belasten. Und wir werden wahrscheinlich als Neunter ins nächste Qualifying springen. Es sieht gut aus. Und wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Romain Grosjean auf P5. Meine Fresse, damit sind beide Haas in Q3 angelangt. Das hätte ich mir nicht erwartet von uns. Also von dem Team. Aber hey, wir haben gute Fortschritte gemacht. Und das, obwohl das Auto eigentlich nicht schnell ist. Wir sind nur schneller als Force India, Sauber, Renault und Manor. Wir sind eigentlich... Ja, 4 Teams sind schwächer als wir. Wir sind eigentlich die 6. Kraft. Moment, stimmt das? Oder... Ne, wir sind sogar die 7. Kraft nur, glaube ich. Aber egal, es funktioniert im Moment. Es funktioniert, ich bin zufrieden. Ja, sehr gut. Und es sieht ganz so aus, als wären wir wirklich als 9. durch. Das Qualifying ist zu Ende. Jetzt fahren einige Leute nur noch ihre angefangenen Runden zu Ende. Jawohl. Romain Grosjean fährt eine halbe Sekunde schneller als wir. Da muss ich echt mal sagen, Respekt an Romain. Und jetzt geht's ab ins Q3. Also, wer ist ausgeschieden? Markus Eriksson, Kevin Magnussen, der in Spa einen unglaublich harten Crash hatte. Gut, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Rio Haryanto, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg und Felipe Massa. Also, davon, dass der Williams so viel stärker als der Red Bull ist, ist nicht so viel zu sehen. Und die Mercedes wackeln unglaublich stark auf ihrem Thron. Mal schauen, wie Q3 aussieht. Und jetzt haben wir einen frischen Satz Softs auf jeden Fall mal parat. Denn für Q3 bekommt jeder nochmal einen frischen Satz Softs. Und wir haben eigentlich sogar 3 frische Satz-Softs. Okay, sehr gut. Ja, dann fahren wir den mal. Dann fahren wir mal direkt. Wir nehmen aber direkt eine fliegende Runde. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Oh, das wäre natürlich epic, wenn jetzt es direkt anfangen würde zu regnen und die Leute, die jetzt schon draußen sind, als einziges eine Rundenzeit auf Trockenreifen bringen könnten. Das wäre geil. Okay, Raikkonen fährt jetzt schon eine Zeit.
Okay, das dürfte eine gute Runde werden. Ja, geht. 1.23.3. Sah am Anfang besser aus. Jetzt reicht's nur für P8. Status Teamkollege. Ist im Moment P10. Ja, okay. Rosberg nochmal schneller. Und Grosjean auf P8. Okay, gut, da würde ich sagen, springen wir gerade nochmal an die Box. Holen uns noch einen frischen Satz. Wir haben ja noch genügend. Zwei frische Softs haben wir noch. Beziehungsweise einen bewahre ich mir fürs Rennen auf. Wer weiß, ob ich dann nicht nochmal irgendwie nach einer Safety-Car-Phase was machen will. Aber einen Satz können wir auf jeden Fall nutzen. Und da warte ich ein bisschen, bis noch ein bisschen Zeit abläuft. Bis die Strecke vielleicht noch ein bisschen schneller wird. So. An sich sind die beiden Reifensätze auch nicht so langsam. Also gut 4 Zehntel bzw. 6 Zehntel. Bis jetzt liegt bei 1 Minute 23,3. Aber so schlecht ist es auch nicht. So, okay. Im Moment keiner auf der Strecke. Ich würde sagen, 3 Minuten vor Schluss fahren wir raus. Na, und das haben sich auch drei weitere Leute gedacht. Eieieiei. Okay, gut, schnell auf die fliegende Runde. Okay, auf geht's. Let's go. Ein guter Qualifying Run. Zeitlich hat alles wunderbar funktioniert. Bisschen Platz lassen nach vorne zum Red Bull. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Okay, das sieht nach einer Verbesserung aus. Reicht's für Grosjean? Komm schon. Ja, es ist P9. Es ist P9, auf dem Lenkrad steht's. Und jetzt auch links. Sauber. Verdammte Scheiße, ja. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Rosberg, Hamilton und Danny Quert. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ich möchte mal ganz, ganz kurz thematisieren, dass das der erste Grand Prix war, wo Danny Quert im Toro Rosso gesessen hat. Und da hat derjenige, der aktuell auf P5 ist, Max Verstappen, gewonnen. Ja, so schnell kann's gehen, ne? Da ist der Toro Rosso plötzlich vorbei am Red Bull. Aber ey, wir haben in letzter Sekunde keine 500stel Vorsprung zu Grosjean rausgefahren. Und damit haben wir es geschafft. Damit sind wir vor ihm. Und ja, das ist geil, ey. Boah, schaut mal, wie viele Punkte es gibt. Ja, sehr schön. 240 Ressourcenpunkte haben wir wieder zur Verfügung. Und wir dürften auch ein bisschen was in der Rivalität dazu bekommen. Ja, 39.000stel im ersten Sektor. Ja, okay, gut, er hat im Q2, glaube ich, die schnellere Runde gedreht. Ja, insgesamt ausgeglichen, aber natürlich haben wir ihn natürlich da besiegt. Also, ich bin immer noch kein Freund des Rivalitätensystems, aber egal. Hier sind wir absolut
ja, beliebt bei unserem Team. Das Team liebt uns, glaube ich, wirklich. Voicemail anhören. Oh Gott, meine Stimme klingt wunderbar. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Also Leute, wir sollen Elfter oder besser sein und auch nach diesem Rennen Elfter oder besser in der Fahrermeisterschaft. Wir schauen mal ganz kurz, wo wir in der Fahrermeisterschaft sind und dann moderiere ich schön ab und bedanke mich auch fürs Einschalten und wünsche euch dann auch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal, bis wir dann in Formel 1 unterwegs sind. Wir sehen, wir müssen mindestens 2 Punkte holen, beziehungsweise 2 Punkte mehr als Button und Bottas, damit wir hier auf P11 liegen. Hoffentlich klappt das. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Danke fürs Einschalten. Haut rein.